alter Freund Kane kommt morgen an. Oh, das hört sich doch toll an. Wollen wir nicht alle zusammen essen gehen? Scheiße! Lynchy? Hallo? Hey, Schatz. Wieder zu Hause? Okay. Nein, ich warte noch auf Kane. Ja. Ja, ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ist lange her. Hey, ich rufe dich später an. Dann gehen wir essen. Ja, du auch, Babe. Bye. Oh, Xu. Scheiße. Kane, willkommen in Shanghai. Verdammt langer Flug, hä? Huh? Schön, dich zu sehen. Lange her. Wie geht's? Oh, komm, den nehme ich. Mir geht's gut. Alles okay. Ich dachte, wir werden abgeholt von diesem Mister. Ja, wir treffen uns morgen mit ihm. Na gut. Wird gern noch was mit ihm besprechen. Ja, ja, hier lang. Ich sehe da ein paar Probleme, über die wir reden sollten. Na klar. Wie geht's deiner Tochter? Ganz gut. Nach allem, was du so... Ich sagte, es geht dir gut, okay? Hör auf, Fragen zu stellen. Okay, okay, tut mir leid. Die Sache steigt Donnerstag früh. Glaser holt uns morgen zum Briefing ab. Ist gut. Wo will ich wohnen? Ich bring dich in dein Hotel, aber erst muss ich was erledigen. Ich muss jemandem eine Nachricht zukommen lassen. Hä? Ja, der Typ hat zu viel geredet. Okay, aber wenn wir Gangster gespielt haben, will ich in mein Hotel. Ja, klar. Okay, wir sind da. Also, der Kerl ist ein kleiner Fisch. Ich will nur ein paar Takte mit ihm reden, dann verschwinden wir, okay? Pass aber auf, das hier ist Ganggebiet. Ein Scheißhaus. Also, wo wohnt der Kerl? Ja, und hier wären wir mitten in Shanghai und man sieht es schon, das Spiel hat so eine ganz besondere Optik, ein wenig wie bei einem Amateurfilm mit Handkamera, hier mit diesen Bildstreifen oder diesen Spiegelungen. So, dann suchen wir mal unseren Mann. Da oben. Okay, bereit? Wir treten die Tür ein und überraschen ihn. Ich bin bereit. Also, eins, zwei... Ach, du kleine Surre! Was zum Teufel soll das? Ich will verdammt sein! Hey! Weg mit der Waffe! Hörst du mich? Scheiße! Dieser Mistkerl! Hier, nimm das. Sehr witzig. Nur für den Fall. Wir müssen ihn kriegen. Los, komm! Aber ich will ihn leben. In Deckung! Hey, ich will doch nur reden! Reden mit der Knarre in der Hand. In Deckung! Das fängt ja großartig an. Der Mann war doch informiert. Das kann mir keiner sagen. Alle bleiben cool. Jeder bleibt cool. Erstmal also hier drüben auf den Fernseher ballern. So vertreibt man Asiaten. Funktioniert garantiert. Könnt ihr auch gerne mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr denn Asiaten in der Nähe habt. Sofort zurück!
Na los, wie viele Kugeln frisst denn der Mann? Entschuldigung. Tut mir leid, Fernseher kaputt, bitte gehen Sie raus. Mist, dieser Mistkerl! Der Wichser hat Verstärkung! Okay, es reicht! Jetzt na komm, zeig dich. So, den einen hätten wir, der andere ist glaube ich auch schon tot. Fuck! Komm zurück! Los, Kane, hier lang. Hui, meine Güte ist der Mann schnell. Aber kein Wunder, er hat keine Hose an. Verfolge niemals einen Mann ohne Hosen. Der ist viel geschmeidiger als wir. Die Frau, die hat gar nichts an und die ist sogar noch schneller. Das System funktioniert also. Aber die kriegen wir noch. Aus dem Weg! Na komm, na komm, na komm, na komm. Das gibt es doch nicht. Na los, ich habe eben gerade da drüben einen Hähnchengrill explodieren lassen. Jeder Mensch würde da stehen bleiben. Ja, wir sollten erstmal in Deckung gehen, denn man muss sagen, das Spiel ist nicht unbedingt einfach. Man muss schon wirklich die Deckung nutzen. Vorwärts! Und man muss auch ein bisschen haushalten mit seiner Munition. Was haben wir hier? Eine Uzi, die nehmen wir mal mit. Runter, runter! Heilige Scheiße, Alter! Ah, die funktioniert doch. Das läuft doch. Glaser wird ausrasten, wenn er von der Sache hört. Munition. Da kommt noch mehr! Man weiß auch nie genau, wer hier Ladenbesitzer oder eben Gangster ist. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Typisch Asiaten. Einfach mal draufhalten auf jeden, der sich bewegt. Ah, der eine da hinten hat sich ein bisschen verbunkert. Oh, wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Na, bis jetzt finde ich, die Pistole funktioniert ein wenig besser. Wie wechsle ich meine Waffe? Ich denke mal hier. So. Gute Arbeit, Kane. Und Headshot. Diese Verpixelung, die man sieht, das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel geschnitten ist, sondern das ist eben so ein Effekt, ein Stilmittel. Verdammte Sauerei. Irgendwo hier lebt doch noch einer, genau du da. Oh, was haben wir denn hier? Hast du nicht gesagt, das wird ein Spaziergang? Ach komm. Hetzt uns die ganze Stadt auf den Hals. Wie gesagt, Ganggebiet. Da runter, nach links. Vorsicht. Da kommen sie aus ihrem Minivan. Er ist in das mittlere Gebäude gelaufen. Und der hier noch. Na, nur eine Komplikation. Nur eine kleine Schießerei. Dreck! Man kennt das Ganze doch. Ah, den sollten wir weggeholt haben. Hier eben gerade neben dem Benzinkanister. Oh, wie viele kommen denn da noch? Aber ich muss sagen, Kane ist ganz brauchbar. Er weiß wenigstens, wie man hier Asiaten abballert. Okay, ich glaube, wir haben alle. Dann gehen wir mal weiter. Erteilen wir dem Bastard eine Lektion. Komm schon. Hey! Gut. Wir haben ihn in der Falle. Das war's für ihn. Was du nicht sagst. Soll ich ihm eine Kugel verpassen? Ah! Okay. Bist du fertig? Na dann komm, reden wir. Hey, ganz ruhig. Alter. Was sollte das denn? Hat er sich... Was zum Teufel ist hier los? Du hast sein Mädchen erschossen. Ein Scheiß hab ich. Ja. Ja, holen wir dein Gepäck. Scheiße. Ich muss mir eine Story für Glaser überlegen. Glaser, hier ist Lynch. Ja, ist hier. Bringst du uns jetzt zu den Docks? Ah, cool. Ja, ja, Kane will auch noch ein paar Dinge mit dir besprechen. Wo
Holst du uns in 20 Minuten ab? Okay, dann bis gleich. Bye. Hier sind die genauen Details. Sobald die Ware in Afrika ist, kriegen sie ihr Geld. Was ist mit dem Zoll? Die sind so froh, wenn das Zeug weg ist. Na, was sagen Sie zu Shanghai, Kane? Für den Arsch. Ich hasse es. Ja, ich liebe es auch. Hier kann man sich für 50 Yuan die Haare waschen und einen blasen lassen. Einfach toll. Ich werde sie mal mitnehmen. Diese Stadt ist für uns wie geschaffen. Ist das so, oder? Ah! Hilf mir doch, Lynch! Von der einen Schießerei direkt in die nächste rein. Action ohne Ende, so mag ich das. Obwohl ein bisschen viel. Und ich habe hier nur diese verdammte Uzi. Wo ist meine Pistole? Mann, jetzt könnten wir einen Fernseher gebrauchen. Die gute alte Asiaten-TV-Taktik. Damit hätten wir sie verjagen können. Wir lenken sie ab. Okay. Mir geht auch so langsam die Munition aus. Alright, keine Munition mehr. Wir müssen uns also irgendwo eine Waffe nehmen. Wir nehmen einfach mal die da vorne bei dem hier, dem Blaumann. Und wir bekommen eine Shotgun. Nein, wir müssen Gläser hier wegschaffen. Komm schon! Mal sehen, wie die funktioniert. Oh, besser als die Uzi. Hätte ich nicht gedacht, besonders hier auf Distanz. Einmal sauber weggeholt, die beiden. Das können wir nicht zulassen, sonst sind wir am Arsch. Shotgun for the win. Ah, Moment, Moment, was haben wir hier? Die nehme ich mal noch mit. Die Maschinenpistole ist ein bisschen besser als die Uzi. Wo ist sie denn hin? Ah, hier drüben. Komm, einmal so. Glaser geht's gut, die Limo ist noch fit. Im Gegensatz zu mir, denn ich werde hier drüben schon wieder von so einem wütenden Familienvater angegriffen. Ich meine, der Mann sieht doch nicht aus wie ein Gangster. Ist irgend so einer, dem ich den Minivan verdellert habe. Ach, hier ist noch einer. Ich dachte schon, wer greift uns denn hier bitte schön von hinten an? Alright, die letzte Welle hier drüben. Also hier die Shotgun, die werde ich auf jeden Fall beibehalten. Die gefällt mir richtig gut. Na, dann bleib doch stehen. Du Mistkerl! Mieser. Wir dürfen hier zurückbleiben, während er hier seine gepanzerte Limo hat. Das war's hoffentlich. Was für ein Albtraum. Wären wir heute Morgen doch nur lieber zum Friseur gegangen. Einmal waschen, schneiden, blasen. Schnell weg hier. Da fliegen die Autoteile rum. Glaser ist getroffen! Lynch! Wir sollten ihn besser mal da rausholen. Keine Panik. Keine Panik. Den Leibwächter, den lassen wir drin. Na gut. Nicht mein Problem. Ach, der kommt von alleine raus. Glaser, so absolut unfähig. Oh, keine Munition mehr. No money. Meine heißgeliebte Shotgun ist leer. Dafür jede Menge wütende Familienväter. Na, mir geht schon wieder die Munition aus. Ah, Moment, hier drüben. Da liegt doch irgendwo. Sehr gut. Ja, wie denn? Ich habe keine Idee. Vorschläge bitte. Glaser an die Front. Sehr gut. Oh
Okay, wir gehen mal da unten ins Parkhaus rein. Polizisten, wo kommen die auf einmal her? Und wieso gehen die auf uns? Wir werden hier angegriffen. Von der chinesischen Bevölkerung. Na los, Leute, ich bin schon unten. Wo bleibt ihr? Glaser. Oh, was hat denn der hier für eine Waffe? Die sammle ich mal ein. Ah, Polizeischrotflinte. Die absolut nicht funktioniert. Sie schießen auf Glaser, wir müssen ihn schützen. Ja, ich versuch's doch. Alright, alle sind zusammen. Jetzt aber ganz schnell hier unten hin.